Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frostpunk, der letzte Herbst. So, wir sind jetzt gerade dabei, den Generator aufzubauen, beziehungsweise den Schacht auszurüsten. Ja, die Schachtkonstruktion sind wir gerade am Bauen. Und haben erstmal 11% Fortschritt. Wir haben nämlich einen akuten Arbeitermangel. Und den versuchen wir gerade so nach und nach halt eben herzuholen. Wir haben jetzt wieder 5 Ingenieure, die auf dem Weg sind, weil die werden wir als nächstes brauchen. Die sind teuer! Gott! Die kosten! Ah, da kommt der Schwabe in der Familie durch. Ah, wir brauchen mehr Arbeiter, eindeutig. So, wir haben auf jeden Fall noch Arbeitergesetze. Die Arzneiausgabe steht als nächstes erst an, aber ich glaube, ich behalte mir das jetzt erstmal in der Rückhand, neue Gesetze zu erlassen. Vor allem, ich muss jetzt erst einmal das hier ein bisschen wieder runterkriegen. Die müssen sich erstmal wieder etwas beruhigen, weil die kommen hier so schnell auch nicht weg, ne? So, wir haben auf jeden Fall Maßnahmen erforscht, um den ganzen Kram sicherer zu halten. Dann würde ich mal sagen, was steht als nächstes auf der Liste? Wir sollten uns ernsthafte Gedanken darüber machen, noch weiter Nahrungsmittel zu produzieren. Das heißt, wir sollten das hier tun. Etwas, was wir auch machen sollten, ist mal langsam uns über... Ja genau, die Maschinenwerkstatt muss jetzt gebaut werden. Die muss jetzt ganz dringend her. Anderes Thema. Die bringen an der Stunde 7,2 Stahl her. Und die, warum kriegen die nur 3? Die arbeiten aber genauso lang. Die auch 7. Sind wahrscheinlich noch nicht alle Leute da. Naja, egal. Jetzt kommt die Geschichte mit den Giftgasen tatsächlich, ne? Ein Le Thema. Es ist hier auch alles tödlich. Das heißt also, wir gehen jetzt hier mal... Ja, wir könnten es safe machen. Ungesund. Aber wir könnten auch sagen, hä? Ist eigentlich relativ egal. Ne? Solange sie nicht verrecken, ist alles gut. Gut, jetzt haben wir hier auch die Angelstelle. Dann kommt da auch gleich mal... Oder hier Nahrungsmittel produziert. Dann haben wir nicht genug Stahl für irgendwas anderes wahrscheinlich. Yep. Das heißt, die stehen jetzt erstmal kurz still. So, jetzt haben wir wieder 10 Stahl. Und ich möchte, dass sie als nächstes... Ja, was machen? Was sollen sie als nächstes machen? Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die tatsächlich interessant wären. Ein verbesserter Hafen wäre natürlich auch mal geil. Wir könnten natürlich auch hier Dampfsägewerke, aber da brauchen wir mehr Stahl für. Wir könnten auch verbesserte Sanitätsstationen machen oder allgemein mehr Nahrungsmittel. Ne, können wir gerade nicht. Wilderer Wagen. Ich möchte mehr Wilderer haben. Mehr Speer war im normalen Game immer gut. So, wie sieht's hier aus? Wir können hier jetzt wieder ein paar Arbeiter dazu holen. Ein paar Stunden brauchen wir noch, bis man die Fuhre sich rentiert. Das heißt, wir bauen jetzt schon mal 3 Häuser. So. Da ist das mit der Straße. Gut, die Straße passt da eigentlich. Ja, ja, die passt da locker. Aber wir machen es trotzdem mal drüber. So, und ich gehe jetzt mal wieder Holz auf Lager. So, dann ist eigentlich nur noch... Sind jetzt eigentlich nur noch der letzte... So, jetzt können wir die Bestellung losschicken. Kommt in den Tag. Haben wir schon alles hergerichtet. Dann kommen schon die nächste Fuhre. Das heißt aber auch, dass wir die Arzneiausgabe machen können. Weil in einem Tag kommt die ja. Mhm. Hier, die Arzneiausgabe. Ah, da passt aber Mune rein. Ah, Tod und Verderben. Ah, so eine Tragödie. Ah, das ist jetzt aber stressig. Ah, oh, das geht gegen mein OCD. Oh, der wird das hassen. Ah, oh, nee. Na gut, wo setzen sie dann hin, ne? Hier wäre so ein geiler Platz gewesen, aber da geht's um ein halbes Kästchen nicht auf. So ein Shit. Na gut, dann pflanschen wir sie hier hin und gut ist. So, dann haben wir hier zumindest schon mal die Möglichkeit, Stahl zu lagern, wenn wir so viel Stahl hätten. Ja. Oh Mann. Ne, wir haben Holz wie Sau. Das ist ganz gut so. Und
Das brauchen wir auch bis zum gewissen Grad. So, hier haben wir auch wieder Arbeitermangel. Wir brauchen so fucking viele Arbeiter. Das wird richtig stressig noch. So, und wie sieht es eigentlich mit dem Zeitplan aus? Wir sind 20 Stunden vor Fälligkeit, ne? Sind also 20 Stunden vor Plan. Nicht unbedingt geil. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. So. Heute Nacht machen wir mal hier einen Wechsel von Holz auf Stahl. So, wie sieht das hier aus? Zu Hause schmeckt es immer noch am besten. Genau, das Care-Paket. Unzufriedenheit schon 50 Essensrationen. Das ist ja witzbeschichtlich, wir können keine Essensrationen lagern. Das heißt, das Zeug muss weiter. Das heißt, es wäre verschwendet. Und da für nichts Ressourcen herzuholen, ist ein bisschen kacke. So, jetzt ist es tödlich. Das heißt, wir sollten mit der Arbeitszeit etwas runtergehen. Ah, es bleibt aber allgemein tödlich, kann das sein? Ich kann da gar nicht gegen anstinken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Lüftungsschacht braucht 50 Stahl. Wie viel Stahl? Moment, wenn ich das hier abbreche, 45. Nein, das ist kein Summ, was ihr heute. Das ist eure Boxen sind absolut in Ordnung. Ja, ne, wo kriegen wir die letzten 5 Stahl her? Die letzten 5 Stahl. Könnten wir da warten? So. Holz ist wieder voll, das heißt, wir wieder auf Lager geben. Das heißt, hier machen wir mal so eine kleine Pustemichel. So ein Pustehude. Das wird aber nicht ganz was bringen, ohne eine Sammelstelle, die halt eben die Kohle sammelt. Ja, da müssen wir jetzt erst demnächst noch gucken, wie wir das machen, intelligenterweise. So, die sammeln schon mal ein bisschen, die machen fleißig Überstunden und produzieren Stahl. Was wir dann auch machen können, ist bei der Nahrungsmittelproduktion hier ein neues Wilderquartier hinsetzen. Denn das haben wir jetzt. Das flanschen wir mal hier hin. So. Hier können wir jetzt gerade nichts forschen, denn uns fehlt das Stahl. Ja, wir brauchen dringend Stahl. Und heute Nacht wollte ich ja, nach der Arbeitszeit, wollen wir mal auf Stahl wechseln. Ja, da bin ich sicher. Denn wir brauchen uns jetzt demnächst ein bisschen mehr und wir können vor Ort noch Stahl produzieren. Ja. Wird sonst ein bisschen stressig. Strangulierend, stressig. So, jetzt sollte auch gleich die Arbeitermeute kommen. 20 Arbeiter, die werden wir dringend brauchen. Ja. Gehen wir mal die nächste Fuhre Arbeiter schon mal in Planung. So, für die Arbeiter habe ich auch schon ein Gebäude hergerichtet. So, ihr werdet hier erstmal Kohle sammeln und das verlängert. Damit nämlich, wenn wir dann hier das Arbeiten anfangen... Oh, wir können wieder machen, ne? Okay, es sinkt wieder die Gefahr. Das heißt, wenn wir... Wir können uns Kohle sparen. Erstmal, weil wir sie nicht sofort brauchen. Aber wir haben dann kurze Arbeitszeit, ne? Vorboten der Verdammnis. Ja. Die verfluchten Eulen. Wie sieht's hier eigentlich mit Gebete aus? Ja, hier, macht mal. Preis der Herren in Shit. So, wir haben jetzt Arbeiter. Wo setze ich die jetzt intelligenterweise hin? Wir produzieren Kohle. Wir produzieren momentan noch nichts diesbezüglich. Hier machen wir Sicherheitsvorkehrungen, damit die ein bisschen besser aufgestellt sind. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Dann sind schon mal unsere ganzen Leute weg. Super. Wir brauchen im nächsten Arbeitsschritt 10 von denen. Das heißt also, ich werde hier bald die Leute abziehen. Die können auch kürzere Arbeitsschichten machen, damit die ein bisschen safer sind. Mhm. Okay, es ist ein bisschen gefährlich hier. So, jetzt haben wir wieder 20 Stahl. Wir könnten auch noch ein bisschen warten, bis dann könnten wir die optimierteren Baupläne machen. Wir könnten die Sägewerke verbessern. Das wäre ein richtig geiler Scheiß. Wir könnten aber auch hier allgemein Dampfsägewerke machen. Die zwei forschen wir, glaube ich, jetzt so als nächstes. Holz werden wir wahrscheinlich hauptsächlich vor Ort produzieren.
Ich glaube, das meiste, wir werden zwar Holz einliefern, aber nicht so viel, wie wir es produzieren. Wir brauchen nämlich demnächst viel Stahl. Unmassen davon. So, und wir können ja jetzt auch, da fehlen uns wieder die Manne. Fehlen uns die Männer. Dann haben wir hier Essensqualität. I can deal with Unzufriedenheit. Naja, da müssen wir jetzt demnächst mal was gucken. Dampfsägewerk ist erledigt. Das heißt, wir können auch gleich mal die erweiterten Radien machen. Das heißt, wir rüsten auch schon mal... Na, können wir nicht. Da haben wir nicht genug viel Stahl. 40 Stahl für ein Dampfsägewerk. Wucher! Meine Damen und Herren, Wucher! So, lagere ich hier mal wieder etwas Holz ein. Was brauche ich jetzt wirklich als nächstes dringend? Wir könnten jetzt die Medizinausgabe machen. Interessanterweise, das Gebäude kann ich nicht drehen. es macht aber auch Sinn. Ja, bauen wir es mal. Ja. Haben jetzt wieder eine Möglichkeit, Gesetze zu erlassen, aber ich möchte gerade keine Gesetze erlassen. Oder zumindest, ich sehe gerade keine wichtigen. Wirtshaus können wir später uns drum kümmern. Wenn wir damit wieder was haben, wenn die streiken oder sowas. Das wird jetzt auch bald kommen. Wir brauchen... Wobei die Badehäuser... Ja, das machen wir mal, damit sie nicht das Badehaus verlangen. Weil das Badehaus ist nach meiner Meinung einer der überflüssigsten Dinge hier im ganzen Game. So, ich baue es jetzt erstmal nur, damit es abgehakt ist. Und ich mein Wort gehalten habe. Badehaus errichtet, Motivation, ja. Und wir reißen es instant ab. Medizinausgabe sollte ich jetzt auch demnächst machen. So, hier. Ingenieure sitzen nicht mehr auf dem Arsch rum. So. Leute werden nicht mehr allzu schnell krank. So, wir sind eigentlich hinten noch. Das ist scheiße. So, wir haben jetzt aber Stall. Okay. Wir könnten jetzt Arbeitszeit gegen das hier tauschen. Machen wir es nur gefährlich. So, ich habe auf jeden Fall genug von denen. Das heißt, sie sollten jetzt langsam mal anfangen, hier welche zu produzieren. Ja. So. Etwas, was ich jetzt unbedingt haben möchte als nächstes, sind die verbesserten hiervon. Aber dazu brauchen wir noch 75 Stahlauflager. Das heißt, wir sollten jetzt mal etwas forschen, was nicht ganz so stahlheavy ist. Das Beste diesbezüglich wäre wohl... Ja, Sanitätsausrüstung wäre nicht ganz uncool. Das ist 20 Stahl. Das täte schon ein bisschen weh. 10 Stahl brauche ich aber nicht direkt sofort. Ne, ich mache mal die Sanitätsausrüstung. Die wird wahrscheinlich wichtig. Und da passiert es auch schon. So, Sicherheitsstufe ist zu gering, dass wir die tatsächlich die Rettungsteams reinschicken könnten. Aber ja, ne. Wir... Ich möchte nicht, dass die sterben, muss ich ehrlich sein. Da müssen wir jetzt ein bisschen Überstunden karren. Geht also nicht anders wie die nächsten paar Male. Und wir brauchen auch mehr Leute. Das heißt also, mit mehr Leute, da können wir jetzt hier schon mal wieder drei Zelte in Auftrag geben. So, dann ist das schon mal erledigt. Und ja, wir produzieren auf jeden Fall schon mal die ersten Dampftauscher. Wie viele brauche ich im nächsten Arbeitsschritt? 10. Daher haben wir davon schon in Auftrag gegeben. So. Wir müssen jetzt hier auch gleich aufpassen mit der Konstruktion, weil dass sie hier nicht eine Meldung geben, dass das nicht mehr aktiv ist, ist ein bisschen... Hey! Warum ist das plötzlich so niedrig?
Ha! Ich bin verwirrt. Baustellenstreik. Die streiken, die Schweine. Komfortable Quartiere oder Wirtshaus? Machen wir erstmal das Wirtshaus. Das kommt mir nämlich auch gerade gelegen. Streik beendet. Gut, dann machen wir hier mal. Hier, ihr kriegt euer Wirtshaus. So, das Wirtshaus sollte relativ nah da sein, wo es die Leute auch erreichen können, weil sonst wären die nämlich pampig. Aber ich mache es jetzt erstmal vorrangig hier mal hin, weil ich habe jetzt gar keine andere große Wahl. So. Genau, jetzt haben wir den ersten Streik hinter uns. Jetzt können wir uns schon mal sagen, in welcher Seite wir sind. Also, ich habe es mit beiden schon geschafft. Ne? Die Ingenieure finde ich schwieriger. Weil sie ein bisschen, weil ich finde das ganz lustig, weil du musst sie im Prinzip andersrum spielen, als sie eigentlich, als man das Gefühl hat. Du darfst, wenn du mit den Arbeitern zusammenarbeitest, darfst du denen so wenig wie möglich an Rechten zugeben, damit sie, wenn sie streiken, damit du was in der Hand hast. Bei den Ingenieuren musst du deine Arbeiter so gut es geht bei Laune halten, nur damit sie keinen Stress machen. Ne? Also du, unter den Ingenieuren haben es die Arbeiter besser als unter den Arbeitern. Also ich find's lustig. Ich frag mich, was man jetzt daraus sagen kann, ne? Gut, dann haben wir hier. Kollektivverhandlungen sind jetzt noch nicht stressig. Das heißt, wir machen erst einmal den Arbeiterrat, wenn das dann soweit ist. Ich bin 2 Tage im Verzug. Das ist hart. Das heißt also, ich brauche momentan kein Holz. Das heißt, ich gebe mal hier die Leute ab und tue sie mal hier hin. Dann, wo kann ich noch Leute abziehen? Beim Stahl nicht, aber hier bei der Holzabsammlung-Geschichte. Oder ich könnte hier bei der Nahrungsproduktion, weil da ist momentan eine Dicke. Das heißt, hier kommen erst mal Leute hin. Mhm. So. Erst noch kurz zum Gucken in die Statistik. Wir haben eine Kohleunterproduktion. Das heißt aber, ich kann das hier auch ausschalten. Mhm. Steigt zwar morgen wieder, aber ne, muss ich erstmal gucken. Was, ich gebe denen ja auch mal Überstunden. Oh doch, die haben schon Überstunden. Okay, passt. Ich kann was forschen. Aber wie gesagt, ich brauche 75 Stahl. Vorher geht das nicht. Aber ich könnte was Neues bauen. Genau hier. Oh, 25 Stahl! Ihr wollt alle Stahl, verdammt! Was ist meine tägliche Stahlproduktion? 100 pro Tag. Das ist wenig. Sakratino, meiner. Okay, die Leute arbeiten schon. Die Bedingungen sind akzeptabel. Mhm. So. Stahl kriegen wir gleich. Genug zusammen. Was wollen sie denn? Unzufriedene und Streiks. Ja, die wollen mich nur darüber informieren, dass es Streiks gibt. Ein bisschen spät. Aber ja, ne? Gut, wir können auf jeden Fall die nächste Forschungsstufe machen. Da müssen wir gleich ein bisschen hinraschen. So. Wann können wir die nächsten Arbeiter bestellen? Die sind in 4 Stunden auf jeden Fall schon mal da. Da sind 25 Leute unterwegs. Und wir haben 40 Leute Kapazität. Das ist schön. So, wir müssen jetzt die Zeit ein bisschen nachholen. Wir sind etwa einen Tag im Verzug. Das heißt also, die Überstunden machen sich gerade ausgezahlt. Das Ende der Welt. Zensiert den Brief. Propaganda können wir gerade nicht, weil so weit sind wir noch gar nicht. Unzufriedenheit steigt. Zensiert den Brief. Passiert halt nichts. Ja, ich kann mit Unzufriedenheit umgehen. So, wir haben jetzt nämlich ein Wirtshaus. Da könnten wir nämlich auch schon wieder Leute herholen. So. 25 Leute sind da. Wo will ich die haben? Ich will Leute haben. Also ich könnte eigentlich die Leute hier jetzt erstmal abziehen. Es tut mir zwar ein bisschen im Körper weh. Ne? Vor allem, ich muss das jetzt nämlich auch langsam machen. Baue eine Gewerkschaft. Das heißt, die Leute werden jetzt ein bisschen sich beruhigen mit dem Wirtshaus. Und ich müsste eigentlich ein Lager aufschlagen und ich bräuchte auch Leute, die ich langsam rumschicken kann. Das brennt noch nicht sofort. Was brennt denn? Also ich habe nicht genug davon. Das heißt, ich schicke mal hier 10 Leute rein.
Ja, wo schicke ich den Rest hin? Ich brauche auf jeden Fall die Dampftauscher. Und haben wir noch nicht genug. Da die arbeiten mal verlängerte Schichten, damit das Ganze mal ein bisschen pronto geht. Könnten jetzt das den Arbeiterrat machen. Ich glaube, den baue ich hier mal hin, weil hier keine Ressourcen zerstört. Forschung wird mich da auch gleich bald in den Arsch beißen. Ich werde mich jetzt dann in, glaube ich, diese Richtung expandieren. Das heißt, ich gebe hier mal 5 Leute hin. Oder ich könnte die tatsächlich schon in die Quartiere nehmen. Oder brauche ich 10 Stahl für? Haben wir hier. Letzte Warnung. Shit! Ich habe gehofft, dass die noch nicht kommt. Egal, kriegen wir hin. Du forschst mal weiter. Gut, dann haben wir die jetzt hier weiter. Ah, Mann, dass ich so... Ah, das war viel zu lange im Verzug. Das tat mir jetzt weh. Ah, verdammt. Nee, die letzte Mahnung ist... Die ist stressig. Die zu bekommen ist... Ich darf jetzt nicht mehr einmal im Verzug kommen. Auf gar keinen Fall. Na gut, dann... Gewerkschaftsrat wird gerade gebaut. Mhm. Motivation steigt. Ah, das stresst mich jetzt gerade persönlich. Ah, das ist belastend. Gut, aber ich kann hier wieder anständige Arbeitszeiten verlangen. Hier sind die Arbeitszeiten... Oh, es wird morgen ein bisschen ungesund. So, es werden auch schon ein paar Leute krank. Das ist nicht unbedingt geil. Ein Tag im Verzug. So, hier. Gehen wir wieder rein. Arbeiter brauchen eine Lüftung. Sonst sterben sie nicht. Die fangen jetzt streiken an, die Schweine. Bietet sich an, den Rest des Tages freizunehmen. Nee. Da bin ich eher hinter den komfortablen Quartieren. Wir haben nämlich Holz wie Sau. Einwohner. So, hier. Dann werden wir... Ah, das ist jetzt momentan nicht... Das ist stressig. Das ist... Mordor. So. Es geht mir wieder ein Arbeiter ab. Ich brauche Arbeiter. So, jetzt haben wir hier auch wieder Möglichkeiten zu forschen. Ich gebe jetzt mal die höhere Sicherheit dazu, damit wir nämlich die neuen Entwicklungspläne machen können. Wir sind nämlich knallhart im Verzug. Jetzt fangen die wieder Streiken an. Bietet an, sich den Rest des Tages freizunehmen. Zusätzliche Rationen. Hier, friss. So. Menschen eine Stimme, lasst sie wählen, ich manipuliere die Stimme. Da habe ich kein... Habe ich kein Problem mit. So, wir haben den ersten Meilenstein erreicht. Und wir haben nicht genug... nichts genug von allem. Das ist... Katastrophe. Wir sind ein bisschen arg hinten nach. Wie gesagt, es fehlt uns Hit und fordern Arbeitern. So, was will er denn? Verlassener Ort. 100, der Standort 107 ist zusammengebrochen. Wir verdoppeln unsere Anstrengung. So, ich persönlich möchte mir noch ein Vorratslager bauen. Also, nee. Dampftauscher. Was können wir noch machen? Wir könnten hier schon mal... Ich glaube, wir gehen da schon mal hin, weil da gibt es nämlich Arbeiter und Leute, also Ingenieure. Die will ich haben. Dann können wir schon mal gucken... Ja, wir haben gleich genug Stahl beieinander. So, wir haben jetzt genug Stahl beieinander. Und wir nehmen mal die neuen, effizienteren Baupläne. So, ich mache jetzt mal die komfortablen Quartiere. Okay, da sind jetzt ein paar Leute obdachlos. Ja, da müssen wir jetzt noch schauen. Einwohner. Wo bringe ich die jetzt unter? Weil wir brauchen ja dann auch noch Kirchen, die sich darum kümmern.
Wegen Motivation und Stuff. Genau, die werden so angeschlossen. So, wo kommen die? Ach, die Arbeit, das sind jetzt hier vom... Okay, dann hier erstmal Holz produzieren, wie die Irren. Dann könnt ihr auch schon mal beim Stahl helfen. Wir brauchen nämlich gerade größere Mengen davon. So, die arbeiten länger, das ist alles gut. So, wir können die ersten Holzkonstruktionen schon mal fertig machen. Die nächsten Arbeiter sind 20 Arbeiter und wir haben gerade Platz für 11. Für 19, das heißt, wir brauchen noch eine Hütte, einen Arbeiterplatz. Da werden Ressourcen verschwendet, das möchte ich nicht. Ja, kommen die mal hier hin. Mhm. So, dann haben wir das auch mal erledigt. So, die sind hier auch gut zufrieden. Was ich gebe denen mal hier, ich brauche hier Effizienz. Die brauchen es nicht. Die haben Lüftungen. So, das heißt, wir können... Okay, die nächste Arbeiterfuhre ist schon mal da. Das heißt, wir können hier auch gleich am Generator bauen. Da werden auch gleich mal Regeln in Kraft setzen. Kraft treten. Dann werden wir mehr Arbeiter bauen, und zwar 10. Das heißt, wir ziehen hier mal 5 jeweils ab. So, die werden hier am Gerüstbau helfen. Das heißt, ihr könnt auf einen Minimumbeleg runter reduziert werden. Die Arbeiter verwenden wir dann am besten hier bei den hier. Wir brauchen wirklich gerade diese Dampftauscher. So. So, jetzt hat, wir haben sie zumindest schon mal einen Auftrag gegeben. Sehr gut. Die effizienteren. Ah, die können wir gleich forschen. Das heißt, wir können noch mehr in Auftrag geben. Das ist nice. Macht dem Volk hier. Übertreibt es nicht. Das ist eine gute Idee. Ein paar Gewerkschaftsvertreter sind gekommen, um sich über die Arbeiter ihre Entscheidungskraft zu sprechen. Glaubt mir, die Leute wissen, wie man gewisse Dinge besser und sicherer machen kann. Grinst einer, wenn auch nicht immer billig. Zeigt uns, dass sie uns zuhören und kannst. Und wir können härter arbeiten. Motivation sinkt leicht. Du hast 2 Tage Zeit, Arbeiterrat abzuschließen, Gesetz abzuschließen. Gut, das können wir machen. Der Arbeiterrat. Motivation steigt. Gucken wir mal, er kostet 20 Stahl. Aber gut, wir haben jetzt die neuen Konstruktionspläne. Das heißt, wir bauen die hier mal. So, 5. Dann haben wir 10. Passt. Haben wir ein bisschen Stahl über. Und dann können wir auch uns den Arbeiterplatz besorgen. Der würde dann auch effizienter und die ganzen... Der würde die Leute etwas ruhiger halten. Das ist mir gerade exakt lieber. So, wir haben das gemacht. Wir haben optimiert, können einen optimierteren Schutz noch später uns besorgen. Wir sollten uns aber langsam mal überlegen, die Gießerei anzugehen. Aber die hat noch ein bisschen Zeit. Aber nicht viel. Was können wir uns noch antun? Verbesserte Häfen. Ja, aber das wird nicht, ohne die Dampfförderstation wird das nicht viel bringen. Das heißt, die müssen, wir müssen jetzt langsam mal die Forschung anfangen. Mhm. So. Wie können wir die Arbeitsleistung hier noch verbessern? Wie können wir die Geschwindigkeit hier verbessern? Eigentlich nicht. Mhm. Arbeiterrad gebaut. Sehr schön. Wie sieht eigentlich, wie sind wir im Zeitplan? 10 Stunden vor Fälligkeit. Das wird stressig. Wir könnten ein Dampfsägewerk für das Holz machen. Aber was ich jetzt auch mal machen möchte, ist, das ist nämlich langsam auch ein Thema. Lagerstation. Ich brauche ein bisschen mehr Lagerplatz. Es geht gleich anders. Wir müssen mal langsam Sachen einlagern, die wir nicht so ohne weiteres lagern können. Weil ihr seht schon, Nahrung ist ein Thema. Holz und Stahl und Kohle kann ich überall einlagern, das ist kein Problem. Aber Nahrung. Nahrung ist fatal, wenn wir das nicht haben.
So, wo können wir noch Großnahrung einsetzen oder lagern? Ich würde mal sagen, hier Nahrungsration. Dann haben wir auch ein bisschen Spielraum. So, wenn die dann soweit fertig sind, die werden morgen ein bisschen stressig haben. Der Arbeiterrat ist in Ordnung. Unsere Leute sind angekommen, die Skulptur der Natur. Haben wir hier eine Feldküche, dann gehen wir weiter und schauen mal, wie es hier aussieht. Hier ist es tödlich, das heißt, wir könnten hier schon mal das Holz verwenden und eine anständige Arbeitszeit einführen. Hier haben sie nichts zu tun. Das heißt, wir könnten hier schon mal die bauen. Wir können nämlich die gleichzeitig ansetzen. Das ist nämlich geil. Kurze Schichten. Aber ich habe noch nicht genug von den Konstruktionen. Das heißt, wir brauchen im nächsten Arbeitsschritt Holzkonstruktion. Das heißt, wir brauchen hier keine von den Dampftauschern. Ich werde trotzdem 5 Leute hier machen lassen, damit ich zumindest 5 Dampftauscher bauen kann. Ja, die werden mir später für was anderes brauchen. Die sollen hier aushelfen bei den Profilmachern. Was forschen wir als nächstes? Was wird absolut dringend? Wir haben gerade ein... Ach genau, Arbeit, da muss ich auch unbedingt noch holen. Ich hole mir erstmal hier die neue Gießerei. Da, holen wir 20 Arbeiter, das ist schon mal gut. Da haben wir nicht genug Häuser frei dafür. Das heißt, wir müssen neue Häuser bauen. Ladestation ist auch in Ordnung. Wir müssen jetzt erstmal wieder neue Häuser bauen. So. Das hier wäre dann das nächste. Moment. Erstmal zählen. 1. Dann machen wir hier 1 über. Dann kommt man hier. Dann müssen wir 1 frei halten. Und ich mache jetzt gerade mal kurz einen kleinen Umweg zu dir. Damit das Ganze auch ein bisschen besser abgeht. So, wenn ich dann genug wenn die dann die neuen Leute gekommen sind, machen wir auch gleichzeitig hier am Turm, an die Turmpumpen weiter. Und ja, dann würde ich sagen, ist das erste Mal das vorrangige Ziel unseres jetzigen Parts. Wir haben bald das erreicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.